Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Rise of the Ronin. Hat er gerade gesagt, worauf wir warten? Wir machen die Begrüßung. Sag mal, hast du keinen Anstand? Sind wir gleich ein kleiner... Dass er hier vom Haus fällt. Vogel. schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir fliegen mal darüber. Ich habe keine Ahnung, wo das Ganze hier enden wird. Sieht ein bisschen aus wie eine etwas größere Mission jetzt. Das hat sich für einen Moment angefühlt, als wäre ich ein... So, die beiden haben wir noch weggefischt. Da kommt aber schon wieder einer. Ein Hoch auf die Bäume. Beeindruckend. Ja, wirklich beeindruckend. Die Palme hat uns gerettet. Ich befürchte, wir kommen da gar nicht rein. Ich glaube, wir gehen doch nochmal hier lang. So, guck mal, jetzt können wir vielleicht darüber fliegen. Und dann können wir nämlich... Die sehe ich nicht so. So, der da hinten ist richtig gut. Das ist so ein Typ, wie ich ihn mag. Kriegt einfach gar nichts mit. Alle seine Leute werden hier genau hinter ihn abgeschlachtet, aber er geht da seinen Weg. Er hat die Route bekommen von seinem Chef und auch nur diese Route wird er verfolgen. Das sind hochqualifizierte Arbeiter. Gut. Oh, ich musste niesen. Warte. Oh, Entschuldigung. So, irgendwo ist hier aber, glaube ich, wohl noch einer lang gelatscht. Ich muss schon wieder niesen. Warte. So. Ich glaube, ich habe mir einen Schnuppen geholt. Nee. Wie kommen wir? Wie kommen wir denn da hoch? Hier gibt es bestimmt irgendeinen Trick mit den Bäumen oder so. Ah nee, da ist ein Haken. Ja, sage ich ja. Achso, ein Händler ist das. Ich wollte gerade sagen, ne? Könnte das Shogunat sein? Eine List. Verdammt, Prinzessin. So sieht man sich wieder. Was soll's? So. Der geht gut ab, der Kampfzwerg hier. Aua, aua. Langsam habe ich genug von dir. Das gibt's doch nicht. Leicht bin ich. Du bist besser. Oh.
Mann. Dass mir jemand wie du mal Probleme macht. Erledigt. Seht nur, Prinzessin Sato, wir haben wohl eine Ratte gefangen. Manabe. Mit einer streunenden Katze habe ich nicht gerechnet. Dennoch, gut gemacht. Ich habe dir zu danken. Aus dem Weg. Eure Hoheit, wir werden das Ungeziefer schon bald vernichtet haben. Ich danke dir. Es scheint, dass alles genau nach Plan verläuft. Ich fürchte, ich habe unerfreuliche Neuigkeiten. Was sagst du da? Eine Nachricht über Vater, euren Herrn. Er ist erkrankt und dann verstorben. Nein! Ohne meines Vaters Armee können wir nicht voranschreiten. Wir müssen die Waffen niederlegen, jedenfalls für heute. Doch gebt die Hoffnung nicht auf. Sein Traum lebt weiter. Zusammen werden wir sein Vermächtnis fortführen. Ja! 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 Okay. Nochmals vielen Dank für all die Mühen. Nun können wir nichts weiter tun, als zu warten. So schwer es mir auch fallen mag. Ich werde mich in die inneren Gemächer zurückziehen. Du musst keine Angst um mich haben. Dort würde nicht einmal der oberste Minister es wagen, mir etwas anzutun. Mit dem Ableben meines Stiefvaters wird der Satsuma-Clan in seinen Grundfesten erschüttert. Jetzt liegt seine Zukunft in deinen und Saigos Händen. Aber uns fehlt die Erfahrung. Und unser Meister ist fort. Du kennst Saigo besser als jeder andere, oder nicht? Macht eure jeweiligen Schwächen gegenseitig wett, um die Zukunft des Clans zu sichern. Ja, Prinzessin. Ich danke dir. Und wie sagtest du noch gleich, war dein Name? Protagonist. Ich heiße genau wie die Katze. Ja. Snoopy, Garfield. Bist du am Ende wohl auch ein Streuner mit einem Sinn für Humor? Schon seltsam, nicht wahr? Prinzessin Sato? Wir werden sicherlich die Möglichkeit haben, länger zu sprechen, sobald sich alles beruhigt hat. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Toshimichi Okubo
und Prinzessin Azuko. Azuko haben wir jetzt auf unserer Seite. Ich bitte um Vergebung, mein Herr. Ich habe die Sturheit der Prinzessin unterschätzt. Du hast die Angelegenheiten also selbst in die Hand genommen. Aber wenigstens ist die Prinzessin ruhig gestellt. Vorerst. Sehr gut. Gönn dir Ruhe bis zu meinen nächsten Befehlen. Los, geh. Ja, Herr. Er sagt ja, Herr, und da steht ja, ja. Heißt im Klartext, ja, Herr, heißt übersetzt, leck mich am Arsch. Prinzessin Azukos Kamm. So, warte, jetzt müssen wir mal kurz. Archiv. Taka. Als Dankeschön für eine Fotografie des Freundenviertels verrät Taka dem Protagonisten, dass seine Zwillingsklinge als Leibwache von Konsul Harris dient. Warte. Oh. Kommt noch einer, warte. Noch nicht. Dient. Beeindruckt vom Können des Protagonisten. Doch jetzt. Oh mein Gott. Bittet sie ihn gelegentlich um die Erfüllung ungewöhnlicher Gesuche. Nachdem Takafumi hilft, aus den Klauen von Akikatsu Manabi zu entkommen, verrät sie dem Protagonisten, dass sie die Spionin für Noazuki Ii gearbeitet hat. Im Angesicht von dessen grausamer Säuberung nun jedoch entschlossen ist, ihn aufzuhalten. Sie begleitet den Protagonisten zur Satsuma-Villa in Edo und wird auf dem Rückweg von Manabi ermordet. Stellvertretender Minister des Shogunatrats und Anführer seines Spionagerings. Bevor er vom obersten Minister Naosuke I diesen Posten übertragen bekam, führte er ein eher eigensinniges Leben. Er ist dafür bekannt, selbst die ruchlosesten Befehle auszuführen, ohne zu zögern oder sich durchschauen zu lassen, was ihm den Spitznamen Blauer Dämon eingebracht hat, als Gegenstück zu Noazuki Is rotem Dämon. Fumi. Schwester von Shoin Yoshida und Ehefrau von Gensu Kusaka. Auch wenn sie sehr zurückhaltend wirkt, ist auf ihren Scharfsinn und ihre Intuition immer Verlass. Shinzaku Takasugi. Takasugi, der Anführer der Anti-Shogunat-Miliz Kihaitai, fordert den Protagonisten bei einem Besuch im Chinesenviertel heraus, um sich von dessen Stärke zu überzeugen. Nach dem Kampf erkennt er seinen Gegner als würdig an und die beiden werden Verbündete. Nachdem er von der Zwillingsklinge des Protagonisten über die politischen Lage in Japan aufgeklärt wurde, benutzt Harris seine umfassenden Kenntnisse über das Land, um einen Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen Japan und den Vereinigten Staaten auszuhandeln. Bei einem Angriff auf das US-Konsulat rettet die Zwillingsklinge ihm das Leben. Und während Kusakas Übernahme des Hongaikuji-Tempels rettet der Protagonist ihn. Danach hält Harris diplomatische Beziehungen mit dem Shogunat aufrecht und unterstützt unter anderem die Weltausstellung. Gefolgsmann des Setsuma-Clans. Mit Durchsetzungskraft und Entschlossenheit nimmt er sich den praktischen Angelegenheiten des Gebiets an. Sein ruhiges, würdevolles Auftreten erfüllt alle Krieger mit Ehrfurcht. Als Kindheitsfreund von Takamori Saiko verbindet ihn mit dem älteren Schwertkämpfer eine Beziehung voller Vertrauen, in der die beiden Männer sich in jeder Lage unterstützen. Prinzessin Azuko, die adoptierte Tochter eines Feudalherrn des Setsuma-Clans, die in der Tokugawa-Familie eingeheiratete. Was? Die in die Tokugawa-Familie eingeheiratete. Aufgrund ihres Muts und ihres messerscharfen Verstands hat sie die Loyalität vieler tapferer Setsuma-Krieger gewonnen, darunter Toshimichi Ogubo und Takamori Saigo. Außerdem ist sie für ihre Liebe für Katzen bekannt und wird oft von Prinzessin Sato, ihrer geliebten Katze, begleitet. Ja, schön, wir heißen jetzt auch Prinzessin Sako. Zerstörer, Gefängniswache und ehemaliger Sumo-Ringer. Er arbeitet in dem Gefängnis, in das Shoin Yoshida gebracht wurde. In seinem Sumo-Kämpfen setzte er im Ring einen kraftvollen Angriff ein, bei dem er auf seinen Gegner zustürmte, was ihn im Spitznamen
Kimenzan, der Zerstörer, einbrachte. Archiv hat noch was. Gut, das switchen wir wieder alles durch hier. Oh, irgendwie fühle ich mich krank. Ich glaube, ich werde krank. Kann mal einer meine Mama anrufen? Bitte? So, dann haben wir das noch was. So. Gut, wir gucken mal kurz nach unserer Rüstung. Gibt es hier was Neues? Nö, ne, neue Schwertchen, sowas Stärkeres gibt es nicht. Oh, hier gibt es aber welche. Die sind stärker. Wenn auch hässlicher. Der ist stärker. Der ist sogar sehr viel stärker. Wie kann ich den denn? Der hat 37, 39, 37, 60. Kampfstil 3. Warte mal. Kampfstil 1 machen wir den. Kampfstil 2 den, Kampfstil 3 den. Okay. Hier gibt es keinen neuen. Einen neuen Bogen gibt es auch nicht. Eine neue Wumme gibt es auch nicht. Einen neuen Hut gibt es, aber ich weiß nicht, ob wir den unbedingt tragen wollen. 105er Handschuhe. 99er Schuhe lassen wir. Scheiße, war da noch was? Nee. Gut. Dann gehen wir hier hin. Von Tuckers Tod hast du schon gehört. Ich kann einfach an nichts anderes denken. Seit unserem ersten Treffen in Yokohama hat sie viel für uns getan. Und Spaß hatten wir im Freudenviertel auch. Aber sie war doch nie eine normale Geisha, oder? Sie wusste um die Gefahr, als sie Fumi zur Flucht verhalf. Sie kannte die Konsequenzen und tat doch das Richtige. Sie war schön wie eine Blume, aber konnte stechen wie eine Biene. Wenn ich etwas für Japans Zukunft erreichen will, muss ich mir ein Beispiel an ihrem Mut nehmen. Gensri sitzt schon an einem neuen Plan, doch ich brauche Zeit, um meine Gedanken zu sortieren. Wieso besuchst du nicht Takas Grab? Es befindet sich hier im Saihoji-Tempel. Oh, toll. Mach ich. Hey. Gucken wir mal. Du wirst im Tempel erwartet. Warte, ich soll erstmal das Grab besuchen. Bist du ein Bekannter von Taka? Haben wir uns schon mal gesehen? Ich bin ein alter Freund. Ich bitte dich, für sie zu beten. Das ist doch dieser I. Bist du einsam, liebste Taka? Halte durch. Du wirst nicht mehr lang auf mich warten müssen. Und wenn ich wieder bei dir bin,
dann werde ich dir die schönste Haarnadel schenken, die du je gesehen hast. Hä? Warte mal, das war doch gerade dieser I. Gensui ist mit seinem Plan so gut wie fertig. Wir warten nur noch darauf, dass alle hier sind. Seit Gensui Meister Shoins letzten Willen gelesen hat, ist er fest entschlossen, ein neues Japan zu schaffen. Ich glaube, dass er einen offenen Angriff auf die Männer des Roten Dämons plant. Was sagst du? Bist du dafür bereit? Ich bin für alles bereit. Einen Moment. Gut, gehen wir es gemeinsam an. Wir haben entsprechende Vorkehrungen getroffen. Wohl wahr. Du hast das Talent, immer im genau richtigen Moment aufzutauchen. Ah, Bio, sieh dir das an. Sie alle sind hier, um uns dabei zu helfen, den roten Dämon zu besiegen. Ein wahrlich beeindruckender Anblick. Zunächst möchte ich jedem von euch dafür danken, dass ihr euch uns anschließt. Wir kommen alle aus verschiedenen Lehen. Aus Orten mit eigenen Bräuchen und unterschiedlichen Loyalitäten. Fürwahr, manche unserer Clans waren vor langer Zeit sogar verfeindet. Doch haben wir unsere Differenzen überwunden und uns nun zusammengefunden. Das ist ein großer Verdienst von Meister Shoin. Im Namen aller Unterdrückten müssen wir in den Kampf ziehen. Wir dürfen das Opfer Meister Shoins nicht vergessen. Und auch nicht das der vielen anderen, die leiden mussten. Wir werden dieser Dunkelheit ein Ende bereiten. Und endlich können wir den roten Dämon göttliche Vergeltung spüren lassen. Okay. Gerüchten zufolge lauern überall um die Burg herum Häscher. Vielleicht solltet ihr mehr Wachen aufstellen. Ich habe so viele Wachen, wie das Shogunat mir stellt. Soll der oberste Minister etwa die Regeln missachten? Los geht's. Was zur? Wo kommt das her? Sie sind also hier. Macht euch bereit! Da kommen sie! Vergeltung! Okay.
Ja, auf geht's. Los geht's! Der Demos ist mit der Sänfte! Schnell! Weg mit dir, Abschaum. Sei doch nicht so. Na komm schon. Los jetzt, hol dir deine Sprache. Tja! Oh, nee. Was tust du hier? Ich habe dich nicht gerufen. Richtig. Und dennoch bin ich auf eigenem Wunsch hier. Einem Mann steht es zu, selbst zu wählen, wo er stirbt. Erwarte keinen Dank. Zusammen. Ey, das ist unfair, der ist wieder aufgeladen. In verzweifelten Situationen können bestimmte würdige Gegner, die eine enge Bindung teilen, in einem Kampfrausch geraten und eine Kieflamme aktivieren. Ihre Kampfattribute werden enorm erhöht und zwar so lange, bis einer entweder besiegt oder sein Ki vollständig aufgebraucht ist. Was wollten beide von mir? Geht erstmal flüchten. Aua.
Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Hallo, Kies Ende. Hartnäckiger Bastard. Jawohl. Oh. Das lasse ich nicht zu. Das ist mein Schicksal. Getötet von einer verborgenen Schneide, deren Zwilling schon tot ist. Ich kann den Schwur, ihn ewig zu schützen, nicht halten. Ich bin hier schwer beschäftigt. Alles andere hängt von dir ab. Na, jetzt nicht entscheiden, töten oder nicht töten. Boah. Was sind denn Online-Statistiken? 71% haben ihn getötet. Die, die in Gesprächen zur Verfügung stehen, haben unterschiedliche Farben. 71% haben ihn getötet. Ich tendiere auch darauf, ihn zu töten. Aber ich würde sagen, wir schlafen nochmal eine Nacht drüber. Morgen machen wir weiter. Die Folge ist nämlich schon zu Ende. Ich weiß, ein scheiß Zeitpunkt, aber es geht nicht anders. Wir werden die Folge hier noch einmal beenden. Ich tendiere jetzt einfach auch darauf, ihn zu töten. Wir werden sehen, was dann passiert. Morgen machen wir direkt weiter. Freunde, schalte wieder ein. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf. Bis morgen. Ciao, ciao.